Hallo meine Lieben, willkommen wieder bei Freyas Orakel und Wegweiser. Jetzt kommt eine kleine Kurzbotschaft rein für meine Abonnenten. Und zwar, hat eure Liebe nochmal eine Chance? Hat denn eure Liebe hier nochmal eine Chance? Bedenke bitte, das ist eine Kollektivlegung, kann nicht für jeden zutreffen. Du wirst aber merken, wenn diese Legung hier für dich ist, ja? Wir gucken weiter. Hat eure Liebe nochmal hier eine Chance? Okay, gut. Also, hier geht es erstmal um die Wunscherfüllung und die Klarheit in eurer Verbindung, die nämlich hier fehlt. Dann werden wir jetzt mal hier gucken, wie sich die Karten gleich legen werden und was dabei rauskommt. Ja? Und was mir natürlich auch durch die geistige Welt mit hier reinkommt, durch eure Verbindung. Okay, die ist ganz wichtig. Also man ist hier schon auf dem Weg zu dir, soll ich dir jetzt sagen. Ja, es dauert nicht mehr lange, man ist hier auf dem Weg zu dir. Und zwar in den Frieden und in die Harmonie. Also hier bringt jemand den Frieden und die Harmonie für dich mit. Könnte aber auch was Sexuelles sein, ja. Aber man möchte hier, ich sehe... Okay, könnte sich auch um eine Nachricht handeln hier, wenn jemand bei dir klingelt. Moment. Also das hat doch mal wieder super gepasst, ja. Ich sage, man ist hier auf dem Weg zur Tür und an meiner Wohnungstür klingelt es. Also das war definitiv eine Botschaft. Könnte jemand bei dir klingeln? Man möchte hier tiefen Frieden mit dir. Man wünscht sich den Frieden und die Harmonie mit dir, ja. Und das ist auch Bestimmung, das ist schicksalshaft hier in eurer Verbindung. Da hat jemand Sehnsucht nach dir. Und macht sich langsam auf die Reise auch zu dir. Und die Zeit wird dir zeigen, es ist Zeit dafür. Ja, man ist ja auf dem Weg zu dir. Die Zeit wird es auch zeigen, wann das passieren wird. Ja, auf jeden Fall wird es hier in der nächsten Zeit, wird sich hier zeigen. Hier möchte ein Mensch, ja, dass diese Lügen, diese Enttäuschungen endgültig bei dir hier mit der Zeit rausgehen, ja, aus eurer Verbindung. Er wünscht sich Frieden und Harmonie und hier war wahrscheinlich auch ein Ende mit dieser Person, mit diesen Menschen. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Partner sein, das kann jetzt auch ein anderer Mensch sein, für den du hier Gefühle hattest. Ja, du siehst, wie lange hier dieser Mensch schon überlegt. Also er überlegt genau, was er hier machen könnte. Aber hier wird mir das angezeigt. Hier, er möchte die Wunscherfüllung mit dir. Ne, wahrscheinlich dann auch. Das hier ist auf jeden Fall Bestimmung. Hier hat jemand Sehnsucht und macht sich schon auf die Reise zu dir. Aber durch das Schiff wird das hier eher eine langsame Reise hier rein. Ja, da waren Enttäuschungen in eurer Verbindung und ja, man möchte einfach, dass diese Enttäuschungen hier für ein für alle Mal beendet werden. Ja, okay, wie geht's hier weiter in der Verbindung? Och, hier ist ja noch die Stabilität und die Sicherheit mit. Guck. Man möchte hier in dieser Verbindung wieder Halt, Sicherheit, ja, auf allen beiden Seiten hier. Was fühlt dein Herzensmensch denn gerade für dich? Er fühlt, dass er unbedingt eine Entscheidung treffen muss. Ja, wundert euch nicht, mein Partner, der tut gerade hier eine Schublade bauen, wenn das hier so hämmert. Aber die Legung war mir jetzt wichtig für euch. Ja, was fühlt dein Herzensmensch hier noch für dich? Was ist hier noch in seinen Gefühlen? Er hat hier auch noch ein paar Unklarheiten, ja? Was kommt hier noch? Was fühlt er noch? Und er fühlt aber auch noch, dass irgendwas an ihm nagt. Er würde sich aber auch liebend gern hier mit dir treffen, ja? Ein Rendezvous, irgendwas ausmachen, ein Date, irgendwie mit dir essen gehen wollen. Das kommt mir ja auch nochmal rein. Dir auf jeden Fall hier begegnen zu wollen. Ja, und das siehst du ja schon. Hier könnte auch ein Anruf nochmal kommen zu dir. Ja, und wo wird das weiterhin führen mit euch? Also, das weiß man hier noch nicht, weil die Würfel gerade fallen. Okay, also es wird definitiv eine Einladung hier auf dich zukommen in der nächsten Zeit. Also auf die Frage, hat das nochmal eine Chance mit dir und deinem Herzensmensch? Definitiv ja, weil er hat ja die Sehnsucht, er ist hier schon auf dem Weg, auch wenn es noch ein bisschen dauern wird, aber hier wird eine Einladung folgen, ja. Und es wird wieder zur Stabilität und Sicherheit kommen. Okay, meine Lieben, ciao.